Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abenteuer Schottland. Heute sind wir unterwegs, in dem Fall Elia und ich, nach Stirling zur Cambus Kenneth Abbey. Das ist eine alte Abtei und die liegt auf so einer Landzunge im Forth. Und wir schauen uns die mal an, ob wir da die Gräber finden von König James III. Und seiner Frau Margaret von Dänemark. Die wurden nämlich hier Ende des 15. Jahrhunderts begraben. Das finde ich ziemlich spannend. Aber diese Cambus Kenneth Abbey, die ist schon viel älter. Die stammt aus dem 12. Jahrhundert. Die wurde um 1140 von König David I. erbaut. Sozusagen als Dienstabtei für Stirling Castle. Zu dieser Cambus Kenneth Abtei zu kommen, fahren wir jetzt von Callander aus Richtung Dune und von Dune aus fahren wir dann Richtung Bridge of Allen. Und in Bridge of Allen geht es dann mal rechts ab über eine Eisenbahnlinie und ja, da kommen wir dann auf diese Landzunge. Da war ich vorher bis jetzt noch nicht und deswegen bin ich umso gespannter, was uns da erwartet. Auf dem Weg zwischen Dune und Dunblane steht die Statue von Sir David Stirling auf dem höchsten Punkt hier, den wir überwinden. Und da fahren wir jetzt mal ganz kurz raus und machen mal Halt und schauen uns diese Statue mal an. Da oben auf dem Hügel, auf der linken Seite, steht diese Statue. Hier ist die Statue von Colonel Sir David Stirling, dem Gründer des Special Air Service Regiment. Das ist ein großer britischer Held. Da schauen wir jetzt einfach mal hin. Und hier haben wir dann den ultimativen Ausblick Richtung Callander und Ben Lady. Da steht er also, der gute Herr Stirling. Jetzt geht's weiter Richtung Bridge of Allen. Wir fahren jetzt gerade an der Universität von Stirling vorbei. Wir sind jetzt quasi in Bridge of Allen. Und da vorne kommt jetzt so ein Bereich, der ist dann zum Teil abgesperrt, weil die Straße da gerade repariert wird. Da müssen wir ein Stückchen reinfahren. Und ich hoffe, dass wir dann da auch Eisenbahnstrecke überqueren können. Wir fahren jetzt gerade hier durch Cambus Kenneth und da vorne sehen wir schon den Turm aus dem 12. Jahrhundert. Das ist ein sehr berühmter Turm da vorne, der in der Form anscheinend einmalig ist. Der steht da ja schon fast seit 900 Jahren. Das muss man sich auch mal reinziehen.
Die Campus Kenneth Abbey. Erstaunlich. Bis 17. Ist leider zu. Man sieht hier, dass dieser Turm, dieser alten Abtei, hier direkt neben dem Wohngebiet steht. Und dazwischen kann man dann das Wallace Memorial sehen. Da hinten in der Ferne. Was hängt denn hier drüber? Ja. Ja, da wäre ich jetzt gern mal reingegangen, ne? So hat die angeblich mal ausgesehen. Und jetzt ist ja nur noch dieser Turm da. Ich finde total erstaunlich, dass der Turm noch so gut erhalten ist und der Rest von dieser Riesenabtei einfach weg ist. Und warum steht dieses Tor noch? Das war wohl besonders gut. Ja, wir schauen jetzt einfach mal, was hinter dieser Mauer ist. Die Distel. Die schottische Distel? Ja. Und ein paar freundliche Kühe. Und die da vorne, die guckt nicht so freundlich. Oder? Doch. Da vorne, das ist ein Privatgrundstück, sehe ich gerade dann. Und da steht noch ein Stück von der Mauer, von höchstwahrscheinlich einem Zusatzgebäude der Abtei. Hier wird gerade ein neuer Obstgarten errichtet. Man kann sich ja vorstellen, dass vielleicht auch schon früher an dieser Stelle ein Obstgarten gewesen ist, neben einem kleinen Kräutergarten, aus dem sich dann die Mönche oder Nonnen hier versorgt hatten. Da hinten oben sehen wir Stirling Castle. Also wir sehen es zumindest. Ob ihr es auf dem Video seht, weiß ich nicht. Also das war jetzt leider ein bisschen ernüchternd, dass wir da nicht rein konnten. Wir fahren jetzt weiter Richtung Morrisons und kaufen noch für die Corinna ein Geburtstagsgeschenk. Also wir haben jetzt eine Kleinigkeit eingekauft und ja, da das leider mit der Campus Kenneth Abbey jetzt ein bisschen so ein Flop war, fahren wir jetzt nochmal nach Aloha zum Aloha Tower. Der Aloha Tower ist ein Teil von einem Tower Trail. Darüber wollte ich eh eigentlich schon mal eine Serie machen. Und ja, wir waren noch gar nicht an diesem Tower, aber Aloha ist ja hier auch gar nicht so weit weg. Deswegen fahren wir jetzt nochmal schnell hin und schauen einfach mal, ob wir uns den anschauen können. Wir sind gerade an Tullibody vorbeigefahren. Das ist der Ort, wo wir uns am Anfang mal ein Haus zur Miete angeschaut haben. Mit einer Maklerin, aber das kam dann nicht in Frage, dieses Haus. Und jetzt sind wir dann auf dem Weg nach Aloha eben. Und Aloha ist eine mittelgroße Stadt hier. Die hat um die 40.000 Einwohner, so viel ich weiß. Ist eigentlich recht nett insgesamt. Liegt auch ziemlich zentral hier. Aber wir haben sie uns noch nicht genauer angeschaut, die Stadt. Nur ein paar Mal durchgefahren. Zum Beispiel auf dem Weg nach Kulros fährt man durch Aloha durch, wenn man von unserer Seite aus Calendar Dune kommt. Da ist der Aloha Tower Car Park. Sieht ja schon ziemlich cool aus. Gehen wir mal in den Car Park rein. Da geht's jetzt zum Aloha Tower. Da hinten ist er. Sieht schon mal recht cool aus, was ich bis jetzt sehe.
Da wir jetzt hier ziemlich spontan rausgefahren sind, habe ich mich natürlich nicht auf den Aloha Tower vorbereitet. Aber auf diesem Schild steht bestimmt einiges, was es damit auf sich hat. Das ist ja schon ein fettes Ding, ne? Das ist ja eine ganze Burg eigentlich. Also hier steht's. Der Aloha Tower kommt aus dem 14. Jahrhundert und ist eine der größten Towerhouses in Schottland. Und er ist wohl von der Erskine Family. Und diese Familie hat nach der Mary Queen of Scots und James den VI. Als Kinder aufgepasst sozusagen. Und 1988 wurde der restauriert. Und da kann man reingehen, das sieht auch ziemlich cool aus von innen. Ja, jetzt natürlich hat er zu. Aber wir laufen immerhin mal außen rum. Der ist schon echt hoch, dieser Tower. Geöffnet Freitag bis Montag 12 bis 4, also 16 Uhr. Ist ein schöner Park hier in Aloha. Muss man echt sagen. Ja, da ist die andere Seite vom Turm. Wirklich schön. Und da ist ein schöner Balkon hier. Ganz wunderbar. Ja, da würde ich schon gerne mal reingehen. Da oben brennt auch Licht. Und hier sieht man noch an diesen Kratzern, dass da Häuser angebaut waren. Also hier ein Haus zumindest. Mit Balkenöffnungen, Balkenschuhen. Und ein Dach. Und da oben noch ein Dach drüber anscheinend. Und hier eine Verbindung raus, was zugemauert wurde. Und da hinten auch nochmal ein angestelltes Haus. Also es war ein größerer Komplex mit Häusern bis dahin, wo wir jetzt stehen. Also, der Ausflug ist jetzt ein bisschen anders abgelaufen als geplant, macht aber nicht unbedingt was. Weil jetzt sind wir ja ganz spontan hier in Aloha am Aloha Tower gelandet und konnten da auch nicht rein, aber das hatte ich auch nicht erwartet. Ja, jedenfalls war es mal Interessantes zu sehen und es wird vielleicht auch mal ein Video geben, wo wir dann reingehen. Jetzt sind wir erstmal am Ende von dem Video. Wir fahren jetzt zurück, haben jetzt bestimmt so eine, ja, vielleicht so 40 Minuten nach Kalender und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Schön, dass ihr bis hierher zugeschaut habt. Bitte einen Daumen nach oben geben und den Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.